freue mich, dass Sie bei uns sind. Begrüßen Sie mit mir mein Rateteam. Michael Nevalani. Monika Weinzettel. Klaus Eberhardtinger. Florian Schäuber. Ulrike Beinpolz. Andreas Wittersek. Markus Mitterhuber. Gerold Rudle. Rudi Rubinek. Herbert Steinböck. Thomas Maurer. Und Viktor Gernot. Welchen Warnhinweis legt die britische Post seit kurzem ihren Briefmarken bei? Die britische Post legt einen Warnhinweis bei. Nicht essen. nicht schlucken. Kann süchtig machen. Inwiefern? Weil vielleicht in dieser Klebemasse, das ist, wenn man das in großen Mengen konsumiert, leckenderweise, ja, dass sich dann irgendein Wohlgefühl einstellt durch irgendwelche Drogen. Das erklärt aber bei der Briefmarke. Das kann sehr gefährlich werden. Jetzt weiß ich, woher der Ausdruck eine geile Briefmarke. Ja. Es ist eine Briefmarke auf der Zunge biegen geblieben. Mhm. Und jemand wollte sie mit der Rasierklinge wieder unterschneiden. Ich weiß nicht, zum Beispiel. Nein, das ist biegen geblieben und der ist auf die Post gegangen und die haben Ärm weggeschickt. Was ist meine? Und der war schon. Vorsicht, wenn Sie. Was dazu mit dem Hinweis, dass er unzureichend frankiert wäre. Übergewicht. Warning, if you send this postcard to Austria, it can last up to 7 weeks till it's delivered. Ja, kannst du das auf Englisch auch noch einmal sagen? Nein, Ich hab's eh verstanden. Ja, du hast die Armatura im Gegensatz zu ihr. Da ist ja die Queen drauf. Und die darf man nicht in den Mund lecken. Nehmen. Die darf man nicht am Arsch lecken. Kann man. It's not allowed. Die Queen ist dort ja überall drauf. Die ist auf den Geldscheinen drauf. Ist überall drauf. Deswegen gibt's ja noch keinen Euro in Großbritannien. Außer auf ihrem Ehemann. Überall drauf. Ja. Darum gibt es ja noch keinen Euro in Großbritannien, ja, weil... Genau. Weil da die Queen nicht drauf ist. Ja, die warten bis... Ne? Also weil bevor sie den Charles drauf tun, nehmen sie lieber den Euro. Geht's ja nicht aus mit den Ohren, ne? So ein Euro. Da bekommt der Ausdruck Kippeffekt eine ganz andere Bedeutung. Das Geld fliegt davon. Gut, anderes Thema. Nein. Gehen wir nochmal auf das Ablecken der Marke zurück. Das Ablecken. Ablecken. Ja, ne? Die Gummierung. Ja. Gummierung, ja. Ablecken. Okay. Ja. Giftstoffe. Es damit was? Giftstoffe. Haben wir aber schon gesagt. Ja. Süchtig machen, Giftstoffe, süchtig Drogen. Machen oder nein, es steht drauf, Achtung, also halt auf Englisch. Ja. Attention. Achtung. Richtige Seite ablecken. Be careful, wenn Sie das ablecken, ja, nicht zu weit nach hinten, sonst speimen Sie sich ab. Ja. Aber es hat ja mit dem Ablecken hat schon es was zu tun. Ja. Und Achtung, nicht essbar. Nicht nachwürzen. Nicht essbar. Nicht nachwürzen. Nicht nachwürzen gefällt mir sehr gut. Nein, Sie machen bei übermäßigem Ableckkonsum dick. Dizzy. Nein. Eine Marke hat 6 Kilokalorien. Ich spür schon ein bisschen. Und jetzt frage ich mich, wie viele britische Marken leckst du pro Tag? Seid ihr bereit für die nächste Frage? Gut. Wart. Jetzt. Okay, so viel Zeit muss sein. Die Frau Manuela Freisl aus Schrems, die möchte wissen, worum es sich bei einem Marmeladetief handelt. Es gibt nicht viele Äpfel, man kann nicht viel einkochen. Ja. Marmeladetief. Aber Apfelmarmelade? Ja, gut, Kirschen, Marillen, Erdbeeren. Man sagt ja zu den Deutschen, wenn man jetzt politisch korrekt... Marmeladinger. Sagt man ja Marmeladinger. Nicht? Was? Ja. Das kennst du. Ja, Marmeladinger. Ja, sicher. Ja. Warum? Puh,
Das ist, weil wir sind die Konfitüringer. Ah, okay. Der Roland Thüringer, nicht Konfitüringer. Thüringer. Ja, ist ja wurscht. Okay. Ah, und vielleicht ist ein Marmeladetief, wenn ein Deutscher eine Depression hat. Depressina? Depression. Ja, sein Marmeladetief. Mhm. Ja, oder wenn sich da nicht geht's so in die Richtung, oder? Ist, oder? nicht einmal um die Richtung. Okay. Nicht einmal in die Gegenrichtung. Weniger Marmeladen verkauft einfach. Dann oder vielleicht muss dann der, wie heißt der in Wien der große Marmeladenhersteller, der Staud, nicht? Muss dann für seine Mitarbeiter hintreten. Mhm. Wir haben gerade die Wirtschaftskrise und er sagt, Freunde, Mitarbeiter, wir haben ein Problem. Im Augenblick herrscht am Markt ein ziemliches Marmeladetief. Und wir werden uns vielleicht von dem einen oder anderen Mitarbeiter trennen müssen. Von der einen oder anderen Marille. Ja. Ich versuche dir irgendetwas. Bitte fahren da. Nein, da kannst du dich nicht verletzen. Ja, genau. Im wahrsten Sinne, du kriegst es nicht mal. Und ich krieg nichts. Oh ja, da. Aber vielleicht ist das der Spruch in der Früh bei den Bäckern, wenn die Krapfen gemacht werden. Mhm. Heute nicht die in die Mitte. Karpfen? Was? Die machen Karpfen bei Bäckern? Na, Moment! Das ist, wenn man anfängt zu arbeiten, ja, nach einer gewissen Zeit hat man ja so ein Tief, ja, wo man müde wird. Ja. Und das Marmeladetief ist bei den Decker, die Bäcker. Die machen zuerst die Kipferl, dann machen sie die Brote und die Semmel und dann die Krapfen. Ja. Und da werden sie das erste Mal miert. Und darum sagen sie mal, ich bin gerade im Marmeladentief. Und ich habe aber gemeint, dass sie sagen, heute tun wir die Marmelade nicht in die Mitten, sondern tief, Marmeladentief. In Kropfen, damit die Marillenmarmelade... Damit man Spaß hat beim Zubeißen. Genau, und immer alles voll. Es wäre ja fad, wenn die immer gleich wäre. Ja, genau. Man möchte ja wissen, wo sie rausquillt und über die Finger läuft und so. Nein, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, bis vor einigen Jahren hatte ich auch noch ein Marmeladetief. Ah, das ist vielleicht, wenn man nicht gut drauf ist, neigen manche Leute dazu, viele Süßigkeiten zu essen, weil ja der Zucker einen irgendwie wieder nicht... Moment. Ich gebe mal das Klassenbuch. Da Gernot hat, nachdem ich gesagt habe, ich hatte vor einigen Jahren ein Marmeladetief, ganz bösartig gelacht. Wie einst Marquis de Sade rief, der Bayer hat ein Marmeladetief. Was hat Marquis de Sade mit Marmeladetief zu tun? Nein, das hat mit dir zu tun. Er reimt sich drauf. Okay. Ah, er reibt sich drauf. Wurscht. Ist ja egal. Auf jeden Fall, das Marmeladetief ist die Müdigkeit nach dem Frühstück. Ach, jetzt wollte ich, dass das so aufspringt, das ist nicht gegangen. Mach's nochmal. Nicht in meine Richtung, bitte. Nein, da wisch ich ihm schon. Nach dem Frühstück. Warum? Weil der Körper verdauen muss und das macht dich müde. Also, ja. Man frühstückt nämlich zu viel. Die sagen immer, in der Früh muss man viel essen, in der Früh muss man viel, ich muss mich gleich hinlegen. Nein, man muss nur das Richtige essen. Ja, ja, vor allem zu viel Zucker. Warmes chinesisches Müsli zum Beispiel. Genau, das, was ich jetzt esse. Und früher habe ich das nicht gegessen, ich weil auch. Ich meine Ernährungsgewohnheiten umgestellt habe. Marmeladebrot, Marmeladesemmel, Wurst, Marmeladesemmel ist das Böse. Weißbrot in Verbindung mit Zucker. Und dann hast du schnell einen Leistungsabfall. Und diesen Leistungsabfall nennt man Marmeladetief. Vollkommen richtig. Genau so, ja. Hier kommt die magische Hand, die in diese geheime Truhe fährt und herauszieht das Ding der Woche. Machst du das? Machst du das bei deinen Eroberungen? Ah? Ja, jetzt kommt die magische Hand. Das ist auch ein Physikunterricht. Ja. Warte mal, Moment. Zuerst lass mich mal den Zuschauern so sagen, wenn sie mitraten wollen, jetzt Augen zu. Wir blenden es nämlich ein, ich kann es auch nicht das sehen. Das steht drunter, so, Unterricht mit Physik. Da steht jetzt, weil das war die richtige Antwort. Unterricht mit Physik, vielleicht Moleküle. Aber auch nicht. Wir geben das Insert weg und dann geben wir es dem Victor und ich darf dir ein bisschen helfen. Es ist grün, weiß und aus Plastik. Danke dir. Sind dir meine basismäßigen Erklärungen ein bisschen schon zu viel geworden? Ja? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe diese. Also der Bügel schaut ein bisschen so aus wie ein Kopfhörer. Ne? Naja, aber für Schlümpfe mit der Zipfelmütze. Ja, aber das passt nicht zum Blau. Ja, das würde modisch ein bisschen... Na, setz auf.
Das ist beengend. Ja, du schaust super aus. Sag mal, von wo kommt England? Oder der Onkel vom Mars macht die tollsten Sachen. Nein, da war es umgekehrt. Beim Onkel vom Mars war es umgekehrt. Da müsstest du so quasi das Grüne nach oben. Ja, 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 das ist der Onkel vom Mars. Ah, ja. Oder passt das Gesicht irgendwie bist. Ja, weil er nicht blau ist im Gesicht. Richtig. Richtig. Ja, aber ansonsten, jetzt ist mit der Inspiration bei mir, wäre es jetzt schon vorbei. Also Kopfhörer für... Ja. Ja, bei mir fängt es gerade auf. Ja, jetzt riech ich es auch. So, bitte. Achtung bitte, Markus Mitterhuber. Mal schauen. Der Schmetterkranz. Nein, das ist, ich sehe es schon, etwas im Tierreich. Ja? Und zwar ist es ja bei diesen großen, wo sie so Fische haben. In den großen Wasser. In großen Wasserbecken, diesen großen Parks. Ja, die Substantive sind Fische manchmal sehr haben, wichtig. Wo so Walhaie und Killerwale und so. Walhaie? Killerwal, das ist ein blau-weiße, schwarz-weiß-weiße, da man jemand aus. Das klingt. Genau. Kauft sie mal vor, und der ist bei Geräuschen, danke, bei Geräuschen ziemlich, der wird dann so unrund und macht so Geräusche. Und das wiederum beschädigt das Becken. Und um dem vorzukommen, haben sie für diesen Fisch, was er kein Fisch ist, also wurscht. Der hat, also mit dem macht er, also auf die Orle, also hat so Klappen, wo er den Schall, und bevor er macht, ist das eben ein Druck aus und ausübt, dass er ganz. Ne? Aber das ist ein Babywal. Bitte, stell dir Folgendes vor. Es ist halber eins in der Nacht, es ist die letzte U-Bahn, du bist allein mit Mitterhuber in einem Waggon. Da was du da alles lernen kannst. Ich bin immer allein in einem Waggon. Aber es ist, nein, also es ist wirklich was, aber die Wale haben doch größere Köpfe. Ja, eben, es ist ja auch ein Modell. Für kleine Wale. Es ist ja ein Plastik. Kleine Wale. Es ist ja auch was für... Liebe Redaktion, stärkere Tabletten. Bitte, jetzt bin ich gespannt. Ich schaue jetzt, dass ich im Gegenpol zu ihr ein bisschen ruhiger bin. Ja, das gelingt mir, ganz gut. Du, ich pass mal auf. Pass auf, dass ich nicht einschlafe. Ja, ich muss ganz sagen. Wie ist das bei mir? Immer wenn ich rede, fängt der andere zum Schlafen. Also nicht so langsam. Aber du hast so eine schöne Stimme und der oberste Dialekt ist so süß, da wird man einfach. Gell? Ja. Danke. Bitte. Nein, ich glaube, das ist für, da gibt es ja diese, also bei Männerklo, bei den Pissoirs, diese Klostanner. Und damit sie die richtigen Klostanner nicht so alleine fühlen, hängt man das so ein. Und jetzt ist es bei der Uli. Also aufsetzen tue ich mir es nicht mehr. Uli, das kannst du nicht wissen, ist nur ein Männerpissoir. Wobei ich sage, die rosa Pissoirsteine schmecken am besten. Ah, das waren die falschen Tabletten bei ihr. Ja. Du bekommst jetzt noch die Melodika. Nicht werf. Oh! Hey. Schön. Schaut aus. Ja. Uli. Es ist kaputt zum Beispiel. Also das kann man runtergeben. Was hast du jetzt gemacht? Na, das kann man runtergeben. Ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Jetzt ist alles hin. Ja. Das kann man sicher auch. Super. Nein, bitte, tu es nicht. Nein. Das gehört davor. Ich kann sagen, was das ist. Das ist ein Teil von einem... sowas. Von einem Ding der Woche. Kannst du es bitte wieder zusammenbauen? Ich bin ja schon zu bei. Prototyp, jetzt ist er hin. Ich glaube, du hast schon lange keine Zahnbrennung mehr gehabt. Das ist ein Puzzle für Blondinen offensichtlich. Anne, ja, okay. Hast schon. Sensation. Du hast sowas schon. Gell? Ja. Du hast sowas schon. Ja. Es ist schon wieder intakt. Ist es eine Sonderanfertigung? Nein. Verwenden das nur Mädchen oder auch Burschen? Nein, können beide verwenden. Und es, ja, wir werden es auch hier dann in Kürze demonstrieren. Ich glaube, man... Warte ein bisschen. Also, demonstrieren ist immer gut. Es ist ganz klar,
Also ich weiß jetzt schon eines, du wirst innerhalb dieser Sendung sehr durstig werden. Es ist ein Wasserglaszerstörer. Ich habe gerade demonstriert. Das gibt's doch nicht. Das ist, oh ja, das gibt's. Da. Aber im Prinzip hast du es richtig, also du hast es nicht richtig angewandt. Aber aha. Nein, es ist, um irgendwas einzuklemmen und dann hochzuziehen. Moment, schau mal, was der Andi da macht. Und ja, zwar schau. Ist das, wenn man sich ein bisschen massieren möchte da, wenn man so solche Kabel hat. Wenn man solche Kabel, wenn man sich dann... Kann man da, also. Ja, das... Das ist der neue Kopf. Das wirkt aber jetzt schon eher aus wie autoerotische Spiele. Also ich weiß nicht, ob das ist aber also auf Erstickungsspiele steht. Aber es hat was mit dem Nacken zu tun und es ist sehr angenehm. Also diese Kugeln haben offensichtlich einen massierenden Effekt. Ein Hundi, ja. Es ist ein... Hundimassierer. Ein Hundimassierer. Wenn der Mops nervös ist, macht er. Und kann sich mal wissen, das hat er sicher gern. Ist es was Erotisches? Das ist vielleicht, wenn du Hunde nicht streicheln willst, ja. Weil du ein bisschen groß und du bist nur eingeladen. Ich muss auch, irgendwer hat da eine Sauerei gemacht. So. Ich weiß ja vom Victor, du bist ja ein leidenschaftlicher Tennisspieler. Ne? Ja. Ich würde jetzt bitten. Der Andi auch. Ja, nein, bei dir ist es, glaube ich, schöner. Ich bin auch leidenschaftlich. Weil ich möchte den Zuschauern meine dünne Wade nicht zumuten, aber bei dir weiß ich, dass du eine gestellte hast. Kannst du uns mal kurz deine Wade bitte auf den Tisch legen? Ein Wadenmassierer. Mein Wadel? Ja, ein Wadel. Wadel? Ein Wadel. Soll ich mein Herz zeigen? Ja, jetzt bitte. Oh! Na bitte. So, meine Damen und Herren, und dafür ist das... Na toll! Ja, das ist ja ein Hit! Ja, so ein Schatz! Aber du kannst es dir... du kannst es dir selber machen, also ich meine... Na hallo! Ja, also ich meine... Wo sind wir denn? Sicher, das kann ich mir aber anders auch selber machen, ja. Ja! Ja, super, oder? Also, Nachdem ich diesen Genuss nun erleben durfte, möchte ich dem Erfinder dieser, sagen wir so, ganze Arbeit. Nein, es ist super. Menschen bauen Brücken, retten Leben und dann das. Also, das ist aber angenehm. Da war der sein nächstes Produkt, der Finger Stage schon sagen, das wird nicht gekauft. Ja. Ja, wie bei der Wirtschaft, können Sie das ein bisschen kleiner vielleicht auch bauen und mir vorbeischicken? Danke. Zu Hause. Noch sehr angespannt. Was du wieder massieren kann, meine große Zeichen sonst gar nichts. Nein, es heißt Beinwohl und ist eben ein Massagerollring für die Beine. Weil der Person ist, dass er vom Tisch legen muss und alles massieren kann. Es ist nie verkäuflich. Du kannst ja alles massieren, wenn du möchtest. Alles? Naja, das Bein. Das ist alles vom Bein. Das andere sind die Liebeskugeln, was du meinst. Ganz ehrlich gesagt, also bei diesem Durchmesser. Ja, das gehört sich aus. Frau Ilse Balker, Sie bekommen Ihr Ding der Woche zurück. Victor Gernot hat sich damit die Wade massiert. Nein, du hast Victor Gernot damit die Wade massiert. Wurscht. Der Victor Gernot hat es zwischen die Haxen gehabt. Glauben Sie mir, stellen Sie es auf eBay und Sie kriegen mehr als einen 300-Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Danke. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug nach Bangkok. Ja? Und dort gibt es Makaken. Was? Ja? Affen. Ja. Und diese Makaken, die sammeln offen. Menschliche Haare. Und ich möchte von euch wissen, warum. Fürs Toupet. Für Berlusconi. Weil ihnen Zahnseide zu teuer ist. Die fertigen in Handarbeit, die haben sie hinter sich im Mundputz.
Danke, danke. Nochmal, was hast du gesagt, Herbert? Das klang völlig abstrus. Weil sie sich eine Zahnseide nicht leisten können. Du glaubst ernsthaft, dass diese Makaken mit menschlichen Haaren und Zahnseide... Ja, du bist gerade draufgekommen, glaube ich. Ich glaube, Herbert, du bist gerade drauf. Ich glaube, du bist sowas von schnell. Wieso kommt sie, wieso meinst du das? Wir kennen ja, dein Gesicht dann schon. Wir kennen dein Gesicht, was du abfressen bist. Ich habe es ja gerne, wenn die Raterunden ein bisschen länger sind. Ich hab's auch gern, wenn's länger ist. Ja, da hast du ein Pech gehabt in dem Fall. Na, warum jetzt zum Schluss kommen wir sagen, ein bisschen was? Ja. Nein, es ist vollkommen richtig. Bravo! Zahnseide! Tatsächlich. Das war wieder mal eine sehr kurze Runde. Die verwenden die Haare tatsächlich als Zahnseide. Das Interessante ist dabei, dass sie das auch an die Nachkommen, an den Nachwuchs weitergeben. Also die bekommen das wirklich gelehrt, wie die Jungen also mit menschlichen Haaren, ob die das jetzt ausreißen oder aber so quasi. Sind denn, die so fest, die Haare? Ja, für Makakenzähne wahrscheinlich fest genug. Kann man daraus jetzt das eine Zahnseide machen? Das Asiatenhaar an sich. Warte mal. Na, deine nicht. Wenn die Uli das nächste Mal glotzt hat, kommt, wissen wir, was los ist. Sie hat, ja, sie hat irrsinnig nicht schöne Zähne, aber keine Haare. Hallo, liebes Rateteam, mein Name ist Jodie Czeutsch und bitte verratet mir doch, warum hat die amerikanische Flugrettung früher oft Tauben auf ihre Einsatzflüge mitgenommen? Ich habe dafür zwei Lösungen. Okay, bitte, ich höre sie mir gerne. Erstens sind es Brieftauben, die immer wieder zurückfinden, wie man ja weiß. Ja. Und nachdem die irgendwo hingeflogen sind, und Amerika ist groß, haben sie nachher die Tauben auslassen und sind ihnen einfach nachgeflogen und dann waren sie wieder daheim. Das ist das Erste. Das Zweite ist, so viel haben die nicht zu tun gehabt, die konnten sich auch um verletzte Tauben kümmern. Daher haben sie halt Tauben auch mitgenommen. Okay. Verletzte. Wie, ich verstehe nichts. Du meinst, die Tauben an Bord waren verletzt? Auch. Es ist ja nur die Frage, war ja nur, warum haben sie Tauben mitgenommen? Weil die Tauben verletzt waren. Dann haben sie es mit Hand genommen, die Tauben. Hier ist der Ö3-Verkehrsdienst. Der Ring ist gesperrt, weil eine Taube von einem Rettungshubschrauber abgeholt wird. Zum Beispiel. Ja, Gott sei Dank nur in Amerika. Nur Gott sei Dank nur in Amerika. Ich hab einmal gehört, im Ö3-Verkehrsfunk, wie sie gesagt haben, die Mariahilferstraße ist gesperrt, es gibt eine Rollstuhldemonstration. Bitte rechnen Sie mit Behinderungen. Und ich habe einen deutschen Kollegen gehabt, der ist aufgehört worden von der Polizei und gesagt, fasch so ein Führerschein, sie haben einen Sperling überfahren. Und der hat gesagt, was? Ich habe einen Sperling überfahren. Ich habe einen Sperling überfahren. Ja. Aber ich weiß das mit den Tauben. Ich glaube, der hat einen Sperling überfahren. Ja, was, ich habe einen Sperling überfahren. Es beweist eines, er hatte seinen Autoschlüssel nicht verloren. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass... Ich glaub, du legst mir jetzt gerne auf. Entschuldige, Uli, habe ich unterbrochen? Ja, ganz kurz. Bitte, bitte. Ich glaube, die Flugrettung, weil du gesagt hast, früher war es so, dass der Krieg war und dann war das Flugzeug weiß angestrichen und damit es besser eine Tarnfarbe ist, haben sie die Tauben mitgenommen, damit das Flugzeug zuschießt. Ja, aber das war dann auch wieder weiß gewesen. Oder nicht? Ich kann mir es gerade gar nicht vorstellen. Nein, ich möchte es ja gern verstehen, aber ich glaube, du bist mir intellektuell einfach so weit das voraus. Das glaube ich nicht. Also wir nehmen jetzt an, die kriegen einen Funkspruch. Wir wollen es, glaube ich, Funkspruch. Nicht ausbreiten. Ja, die kriegen einen Funkspruch. Ich verstehe es auch und nicht. Und sagen, wurscht, ja. Könntet ihr bitte starten, wir haben einen Schwerverletzten. Ja. Im Krieg, habe ich gedacht. Im Krieg in Amerika. Feind. Damals als in Amerika, als sie schon gefunkt haben und der Krieg damals. Der, wo es die Flugrettung schon gegeben hat, der aber in Amerika war. Ja, genau. Aha. Und dann haben die gesagt, komm, nehmen wir schnell die Tauben, weil wir müssen uns tarnen. Ja. Und dann ist die da gesessen mit der einen Tauben. Vor dem Flieger und hat gesagt, na mach ich nicht Gacki, mach ich nicht Gacki. Nein, ich versteh's nicht ganz. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Das kann man nicht besser erklären. So hab ich gedacht. Ich krieg das. Ah ja. Barbeta, bitte ist unser Leben. Wir müssen es lieber schon anders geben. Wir tarnen höchstens durch daheim, mit den Menschen heute zusammen. Der Sieg ist unser Lohn. Ja, ja, okay, danke. Bitte ist unsere Religion. Ja, danke, ja, okay. Bitte fertig. Was kriegst du denn? Ich wusste, es ist kein gutes Thema. Die Scheiße ist den Hütteln aus. Das
Du musst aufpassen. Du Lars Klintz! Das war ein Spaß. Das war jetzt ein Spaß. Da musst du echt aufpassen. Nee, da musst du aufpassen. Nein. Die, ja, die kommen zum Beispiel, es gibt ja sehr viel Wildnis in Amerika. Ja. Die kommen irgendwo hin, wo es irgendwelche wilden Tiere gibt. Ja. Und da liegt jetzt der Verletzte, ja, und schleichen sich die Hyänen schon an. Ja. In Amerika? Ja. Da gibt es überhaupt keine Hyänen in Amerika. Naja, dann halt die Bären. Ja, das geht. Ja, da schleichen sich die Bären an. Und sag mal, da liegt jetzt der Günther Leiner liegt da verletzt. Ja. Dann und haben der Bär, 50 Tauben. Und dann lassen sie die Taube frei und der Bär denkt sich, ja, so viel wollte ich heute nicht mehr essen. Und schnappt sich. Zur Ablenkung von wilden Tieren. Ja. Hinweis, es hat mit Fressen zu tun und die Wildnis ist in dem Fall nicht die Wildnis, sondern... Das Wasser. Ja. Haie. Die schmeißen das rein, damit die Haie das fressen. Die was? Die schmeißen die Tauben ins Wasser, damit Entschuldige, die fliegen über Meer, schmeißen eine Taube runter. Du glaubst nicht, dass die davor fliegt? Die kannst eine Taube nicht ins Meer schmeißen. Ja, aber das sind Amerikaner, das darfst du nicht vergessen. Die brechen ihnen vorher die Flügel. Die sind furchtbar. Ich will nicht mehr. Okay. Ja, die Taube kriegt was zu fressen, wenn sie das Geräusch hört. Sie ist konditioniert, wie man im Fachjargon sagt. Ja. Und sie glaubt, sie kriegt was zu fressen und tut dann den da besuchen. Sieht dann, er kriegt nichts zu fressen, fliegt wieder oder das auf. Das ist sehr schön. Ich frage jetzt trotzdem die Judith und die wird euch ganz genau erklären, was es mit den Tauben im Flugzeug der amerikanischen Flugrettung auf sich hat. Die Käfige dieser Tauben standen im vollverglasten Cockpit der Hubschrauber am Boden. Das heißt, die Vögel hatten freie Sicht auf die Wasseroberfläche. Und sie waren darauf trainiert, immer dann, wenn sie aus großer Höhe einen kleinen orangenen Fleck wahrnehmen, auf eine Alarmtaste zu picken. Das bedeutete nämlich, dass sie einen Schiffbrüchigen mit Schwimmweste entdeckt hatten. Mit ihren hochkomplexen Linsenaugen sind Tauben dreimal besser als der Mensch dazu imstande, trotz der bewegten Wasseroberfläche und der ständigen Lichtreflexe auch noch den kleinsten farbigen Fleck wahrzunehmen. So einfach ist es, ja. Schöne Antwort, gut erklärt, danke. Judith Scheutsch aus Wien-Benzing.